Hallo, ihr virtuellen Piraten und herzlich willkommen zurück in der Karibik. Ich stehe hier gerade über einem Schätzchen. Tatsächlich, ich habe eins gefunden. Ich habe gedacht, Mensch, schau's mal auf die Schatzkarte, weil da gerade so ein Hinweis kam eben. Und es handelt sich um diesen Schatz, den mit der Mühle. Ihr kennt ihn alle noch. Und der müsste sich genau hier befinden. Ich habe die ganze Suche euch mal erspart. Hab mir das mal off jetzt hier alles zu Gemüte geführt, wo der Schatz genau liegt. Und wir sind ja gerade auf dieser Insel Newbone. Und holen diese schöne Kiste da raus. Und da hoffe ich natürlich auf schön viel Werte. Für die, die gemeckert haben wegen den Schätzen, gibt es jetzt auch nochmal 4000 Reales. Boah. Ja gut, das hat sich natürlich schon gelohnt. 4000 ist nicht wenig. Allerdings muss man sagen, mach zwei Kriegsschiffe platt und du hast sie auch im Petto. Zumindest zwei 60er. Oder mach ein paar Marineaufträge noch einfacher. Die gehen ja wirklich heiß her. Naja, warum wir eigentlich hier sind, Magersdale und Lagerhaus, wisst ihr ja selber. Wir müssen den Schlüsselträger irgendwie mal wieder aufspüren und so. Das andere Lagerhaus war ja leider leer. Und jetzt können wir hier rum, so quietschfidel. Und jetzt können wir einfach sagen, ciao, Freunde. Genau, ihr legt euch mal schön schlafen. Wir rennen da weiter nach vorne. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Weil der eine Typ hat mit Sicherheit was gegen uns. Aber ich will jetzt auch nicht super vorsichtig vorgehen, ehrlich gesagt. Crazy Musik für Assassin's Creed gerade hier am Start. So, den wollten wir schnell mal hinlegen, ganz kurz. Er hat gestört. So, unter dem Dach bleiben. Und da vorne, den können wir uns auch schnappen. Solange der unter dem Dach ist, ist es perfekt. So, der eine Typ will zum Alarm rennen. Ich kann ihn vielleicht vorher abhalten. Zack, der Alarm wäre ab. Du verabschiedest dich jetzt auch mal schnell. Ja, das läuft doch wie geschmiert gerade hier. Wo wir gehen, wird der Weg gepflastert. Gepflastert mit Leichen. So, und hier muss ja irgendwo dieser blöde Schlüsselträger sein. Der Harry. Da vorne ist der bestimmt, oder? Ja, einmal hier vorbei. Den schnappen wir uns auch noch gerade, die beiden hier. Oh, da haben sie nochmal Glück gehabt hier, die Freunde der guten Unterhaltung, ne? Jetzt gibt's ein kleines Kämpfchen. Ja, wenn's sein muss, was sein muss. Das muss einfach sein. Ah, zack. Na, kommt her, en garde. Patsch, patsch, patsch. Oh, Doppelkill hier. Im gleichen Moment angegriffen. Der war ja nice. Oh, menschlicher Schild. Schieß ruhig, genau. Schön, dass du einen Kumpan umgebracht, du Volltrottel. So läuft der Hase. Und nochmal. Ha. Klappt doch wie geschmiert, ey. Das ist jetzt Tschüssi. Tschüssikowski. Ah, du willst den Alarm auslösen, habe ich gehört. Bäm. Schicht im Schacht hier. Gute Nacht. Hab ich hier irgendwen verpasst? Ich dachte, den hätte ich getötet. Oh. Und einmal bitte schießen. Genau, das ist nett. So, jetzt holen wir uns mal unsere Pistole. Wenn es sein muss, das muss sein, leider. So, einmal unter das Dach gehen. Jetzt kann man sonst wieder nicht im Visier. Und der erste bitte. Und der zweite bitte. Die überleben das stümperhafterweise auch noch teilweise. Das ist der Schlüsselträger hier. Wird auch kräftig geballert irgendwie, oder? Komm schon, schneller. Oh, zwei von den Heinis. Ja, heute mal ein bisschen an Land gemetzelt. Hatten wir auch lange nicht mehr. Wisst ihr, was ich mal nehme? Habe ich nämlich ewig nicht benutzt und wollte ich eh noch viel öfter machen und stand bestimmt auch schon 1 Million von den Kommentaren. Da haben wir menschlicher Schild. Danke. Hast du wunderbar gemacht, mein Lieber.
Ah, man kommt schlecht ins Menü. Den wollte ich mal machen hier. Ey, ich wollte den machen. Mann. Keine Schlafpfeile hier. Jetzt erstmal den hier, der andere ratzt. Oh. Wird ja richtig eng gerade, die Nummer. Es sind aber auch einige. Kriegen wir trotzdem hin. Weil sein Kollege schläft. Komm. So. Und jetzt frag mich mal bitte. Ah, hier sind die Wurfpfeile. Ich wollte eigentlich die Wurfpfeile verwenden, nämlich die ganze Zeit. Ich konnte so nicht sprechen, weil ich mich konzentrieren musste. So, den Schlüsselträger haben wir immer noch nicht, den Vogel. Einer von denen muss es doch gewesen sein. So. Das war nicht mehr nötig wahrscheinlich. Vielleicht war aber auch einer von denen der Schlüsselträger und hätte den ja mit Adlerauge aktivieren müssen, aber ich dezimiere jetzt gerade auch erstmal ihn hier. Guck mal, jetzt so ein lustiges Attentat. Yeah! Schön. So gefällt mir das. Hallo? Jetzt erstmal die Beute erbeuten. Ich bräuchte eigentlich die Kohle, ja, ne? So, und jetzt muss ich mal darüber nochmal. Keiner von denen ist der Schlüsselträger. Da oben ist noch ein Äffchen. Und hier sind noch diverse Schatztruhen. Insofern ist es gar nicht so schlecht, wenn ich das halbe Lager mir mal wegrasiere. Oh, Kanonen! Noch ein Nöcher! Ich glaube, hier gibt es viel Beute nachher. Also wir machen hier auf jeden Fall Kohle. Und das mal auf eine andere Art und Weise als nur auf hoher See. Weil das wird ja einige mittlerweile auch langweilen. Aber man kann es halt auch nicht jedem recht machen. Und es gehört halt immer dazu zum Spiel, dass man da auch Beute macht. So, und jetzt will ich ja mal wissen, ob wir den Schlüsselträger vielleicht schon längst umgemäht haben. Könnte nämlich echt sein. Ah, die sind schon weggespawnt, die ganzen Leichen hier. Ey, Vreales. Hier liegt doch kein Schlüssel oder so, ne? Nee, gut, dann hol ich mir da vorne den Schatz. Wo ist der denn? Ist der hier oben? Nee, eine Etage tiefer, ne? Ah, da vorne ist er. Okay. Das Lagerhaus will ich trotzdem gerne ausnehmen. Habe ich den Schlüsselträger jetzt umgemäht einfach und ist der gedespawnt und den gibt's nicht mehr? Oder bist du das? Ja, ist es. Geil, da ist der Schlüsselträger da hinten. Oh Mann, wäre ich nicht zu dem Schatz gelaufen, hätte ich den Ewigkeiten gesucht. So, jetzt können wir das Lagerhaus plündern. Perfektamente, liebe Freunde. Da liegt auch noch immer noch ein roter Punkt. Es gibt gar keine Briten mehr hier. Der Laden ist übernommen. Kompletto. Toto kompletto. So, jetzt hier, zack, interagieren. Sehr schön, Metall. Und rum und sogar für 2300 plus die Beute. Wir nähern uns langsam unserem Elite-Rumpf. Schön. Und jetzt noch eine Maya-Stele. Die holen wir uns natürlich auch noch. Denn deswegen sind wir ja ursprünglich überhaupt hier hingekommen. Damit wir sie alle zusammen haben. Vielleicht kriegen wir echt diese Folge die Maya-Montur. Ah, müsste doch so sein, ne? Genau. Tada! Was für ein glorreicher Moment. Mensch, lange haben wir danach gesucht. Und jetzt könnte es soweit sein. Einmal graben, bitte, Edward. Ein letztes Mal nach dem Maya-Stelen graben. Ich müsste sie jetzt alle zusammen haben, hier Newbone.
Und ich müsste doch jetzt eigentlich, wenn ich jetzt mal ins Inventar gucke. Inventar? Missionsgegenstände müssten das ja sein. 16 von 16 Maya-Steinen. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich die Maya-Montur, wir können da jetzt hin. Wir können da jetzt hin und diese Maya-Nummer abschließen. Alle Maya-Stelen-Rätsel gelöst. Ja, yeah, dass ich sowas noch erlebe. Das beim Let's Play von Saraza. Also Freunde. Das ist ja wohl mal der Hammer. Ja? Und wer da schimpft wer. Ah, komm, dann holen wir uns das Teil hier noch. Yippie. Ja, richtig geil. Cool, freut mich sehr. Und dann noch den Schatz gefunden und so weiter. Ja, die Folgen werden immer erfolgreicher. Da sind noch 300 drinne. Oh, ich dachte, hier wäre noch ein Schatz. Aber das ist diesmal nur eine Leiche. Alkoholleiche wahrscheinlich. Zu viel rumgetrunken einfach. Rumgetrunken. Hm, könnte man auch doppeldeutig sehen. Rumtrinken. Ach, guck mal, die warten fleißig am Ufer, diese Vögel. Da wollen wir uns die mal schnappen eben. Auch wenn unser Schiff echt angeschlagen ist. Na, gefällt dir das? Gefällt dir das? Gefällt dir das? Schrecklich nah! Ja, die sind schrecklich nah, aber auch schrecklich tot. Oh cool, schwere Kugeln, aber keine Mörser. Ne? Doch, drei Mörser haben wir mittlerweile wieder. Cool, jo. Aber unser Schiff wird keine großen Sprünge machen. Insofern wollen wir uns da gar keine Hoffnung machen. Sperrgebiet ist in diesem Zustand nicht drinne. So, und jetzt, liebe Freunde, kommt natürlich der große Moment. Mysteriosa. Ja, wir werden jetzt augenblicklich, vielleicht sollte ich mich aber erstmal ausrüsten, falls ich nachher in irgendwelche üblen Kämpfe gerate, muss ja auch nicht sein. Das werde ich gerade mal machen. Ich mache mal eine Schnellreise nach Grand Cayman, um mir unser Schiff ein bisschen aufzumöblieren. Vielleicht ist das ganz gut. Und dann werde ich eine weitere Schnellreise machen, wo wir uns dann die Maya-Montur holen. Wir sehen uns in wenigen Sekunden wieder. Da sind wir auch schon wieder zurück. Und um ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich direkt das Schiff mal off aufgerüstet. Da ist wieder alles am Start. Und schaut mal bitte auf unseren grandiosen Kontostand von 28.162 Real. Und da ist ja bald sozusagen, ja, unser schöner Rumpf im Petto. Nicht mehr viel, wir planschen mal eine Runde. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, schon auf der Insel Tulum. Habe ich immer ein bisschen Zeit erspart, weil wir hatten ja so viel getrödelt auch in letzter Zeit. Und ich bin jetzt auch heiß selber darauf, auf diese Maya-Montur, die wir hier auf dieser Azteken-Insel bekommen. Die auch viel mit der alten Zivilisation zu tun hatten, zumindest hier im Spiel, fiktiv. Und da ist sie jetzt. Boah, mir verschlägt es richtig die Sprache. Die goldene Tür. Ein großer Moment. Sie haben eine Trophäe verdient, Grabräuber. Da ist sie, die Maya-Montur. Tatsächlich bekommen. Unglaublich. 16 Maya-Stelen gesammelt für das Teil. Krass, wo sind die eingesetzt? Sieht aus wie so ein Krokodilkopf. Ja, ist wahrscheinlich ein Krokodilkopf. Auf jeden Fall hat diese Montur, und das ist jetzt die große Überraschung, die ist so effizient, die schützt eiskalt vor Schüssen. Verliehen für den Abschluss der Aktivitäten an der Maya-Stele. Der Legende nach wurde diese Maya-Montur mit Hilfe von Materialien der ersten Zivilisation angefertigt und kann Geschosse aus Metall ablenken. Ja, die erste Zivilisation hat ihr hier ihre Finger im Spiel gehabt. Und wir haben sie an. Die Maya-Montur. Mittlerweile sind wir dementsprechend mega krass ausgerüstet. Das heißt, wir haben jetzt den übelsten Pistolenholster. Wir haben das richtig viele Leben und jetzt diese Maya-Montur. Ich finde, so richtig cool sieht sie ja nicht aus. Ich zeige sie euch jetzt mal draußen im Licht. Da kann man das natürlich noch ein bisschen besser alles checken. Wie so eine Maya-Montur aussieht. Ah, mal eben hier so ein bisschen hier vor dem Teil, das sieht doch schön aus. So, das hier ist die Maya-Montur, von der alle Welt schwärmt. Einfach nur so ein paar Bambusblätter, angeblich von der ersten Zivilisation, zusammengefärcht. Ich weiß es nicht. Richtig schnieke sieht sie nicht aus, aber sie ist halt sehr, sehr gut, weil wie gesagt, schusssicher, das ist krass. Die ganzen Geschichten rund um diese Heinis, die uns jetzt dann angreifen wollen, die ganzen Kundschafter, die auf uns schießen und so,
die können dir nichts mehr anhaben. Das heißt, du kannst sie im Prinzip völlig durchschnetzeln. Was mit der Rauchbombe ist, das weiß ich allerdings nicht. Ich denke, da wird schon noch irgendwas vorkommen. Und hier können wir uns noch ein bisschen Treibgut holen gerade. Haben wir uns nie mitgenommen, nehmen wir jetzt aber mal mit. Auf der anderen Seite. Na gut, dann nehmen wir auf die andere Seite. Drei Stoff. Na, Stoff ist immer gut. Können wir nach Kolumbien verschiffen, eher von Kolumbien verschiffen. So, und dann setzen wir mal wieder, stechen wir mal wieder in See. Unglaublich, haben wir diese Maya-Montur. 16 Maya-Stelen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich gelohnt hat jetzt für diese Montur. Ist natürlich Geschmackssache auch. So uncool sieht sie nicht aus. Ein bisschen futuristisch. Was ist das für ein Kragen dann da eigentlich? Freaky, oder? Irgendwie. Naja, die Assassinen werden sich auf jeden Fall freudig zeigen. Ja, ihr freut euch, dass wir die haben, ne? Ja, ja. Die freuen sich und vielleicht freut ihr euch ja auch. So, wir stechen jetzt hier genau mal wieder in See. Und da sind wir auch schon wieder auf hoher See. Mit der schnieken neuen Montur. Wie findet ihr die denn? Ich kann halt im Moment nur bedingt Kommentare lesen, weil ich auf der Reise bin. Aber ich werde es natürlich versuchen, immer wieder mal reinzuschauen. So, genug gesungen. Jetzt wird wieder gekämpft. War ein neuer Shanty, wollte ich gerade mal nicht reinhauen, weil den habe ich noch nicht gehört bisher. Und da ballern wir einfach gegen. Bam! Ciao! Ja, die setzen wir einfach wieder unter Wasser, oder? Ich meine ganz ehrlich, die Freunde hier, die hatten doch schon genügend Späßchen. Freue ich mich, dass wir die Maya-Montur jetzt gefunden haben. Das ist mal ein echter Erfolg, wenigstens mal wieder für zwischendurch. Natürlich abgesehen von den Missionen, aber das ist halt schon eine richtig krasse Sache, weil es echt aufwendig war, die ganzen Dinger da zu suchen. Wollt jetzt gern schwimmen, hä? 27 Metall. Ja, wie gesagt, ob ich mir die Templar-Nummer da noch hole, weiß ich natürlich nicht. Oh, der hat auch fett Metall gelagert. Na komm. Vielleicht mische ich auch der Dicke ein, aber diesmal können wir uns jeden Kampf wieder erlauben. Insofern kein Thema. Und, Vorsicht, und schön. Bam. Richtig fett getroffen. Ey, nach vorne. Freunde, das war Mau. Da ist die Schwachstelle. Bereit zu feuern, Sir. Feuer. Na, Captain, eines. Feuer. Haben Treffer eingesteckt. Komm schon. Ach, den wollte ich eigentlich gar nicht mehr ausmerzen. Na egal. Nehmen wir den auch noch mit. So. Ja, ja, das gibt wieder freudige Piratenschätze, aber es ist halt so effizient. Ihr seht es ja an der Kohle, die wir damit machen. Ha, mega, mega. So. Und jetzt schnappen wir uns den auch noch. Ja, das läuft ja wie am Schnürchen. Und danach fahren wir zurück und holen uns unsere Beute. Die wohlverdiente Beute von heute. Hau nicht ab, hau nicht ab. Du kommst auch noch dran, mein Lieber. Bam. Und rein mit den schweren Geschossen. Und nochmal. Yeah, mega Schachzug. Fliegen, Sir. Ach, der Kleine will auch noch mitmachen. Eine Salve genau da rein. Bereit zu feuern, Sir. Schieß dahin, Sir. So, jetzt holen wir uns erstmal die Beute da vorne. Yeah. Weggeräumt haben wir die einfach. Und das ohne den Mörser. Es geht auch ohne. Musste ich auch mal wieder trainieren. Und das ganze Holz, den ganzen Kram, alles rein damit. Bravo, Marsegel fest, so.
Kindern! Metallzucker, weit sind wir nicht mehr entfernt. Von unserem Top-Rumpf. Das freut mich echt. Echt erfolgreiche Runde heute. Klasse. So, den Kram nehmen wir auch noch. Also wirklich. Und jetzt noch hier. Wegballern den Kahn und dann schließen wir sehr, sehr erfolgreich ab, meine Freunde. Eine super Mission mit dem Meiersteel haben wir erledigt. Wir haben noch richtig ein bisschen Kohle gemacht. Wunderbar. So muss es laufen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Mitschauen und bis dahin. Wir haben die Maya-Montur zusammen und 16 Maya-Stelen gesammelt mittlerweile. 28.162 Real auf dem Konto. Und wenn wir jetzt noch ein paar Schiffe jagen, ist auf jeden Fall der Elite-Rumpf drin, auf den ich mich besonders freue und ihr euch hoffentlich auch. Ja, vielen Dank fürs Mitschauen, wie immer. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.